Ex-Frankfurt-Torwart Oka Nikolov war mit seinem neuen Club LA Galaxy auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach New York, als sich der Vorfall ereignete. Eine junge, schwangere Frau brach neben ihm im Flugzeug zusammen. Nikolov wird zum Lebensretter zu Bild, sagt der 43-jährige MLS-Trainer, ich bin beim Start etwas eingeschlummert. Die Frau saß zwischen mir und meinem Co-Trainer-Kollegen Ivan Piera. Plötzlich spürte ich ihren Kopf auf meiner Schulter. Wir haben versucht, sie zu wecken. Auch Stewardess erkannte sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dank Nikolovs gedankenschneller Reaktion konnte geholfen werden. Eine Ärztin, zufällig an Bord war, griff ein und reanimierte Frau. Sie hatte einen Herzstillstand erlitten, wie der ehemalige SGE-Keeper erfuhr. Die Pressesprecherin von Galaxy erzählt der LA Times, ich saß 6 Reihen entfernt. Ich habe nie in meinem Leben so sehr gebetet. Der Flug wurde anschließend nach Las Vegas umgeleitet, wo schwangere Frau ins Krankenhaus gebracht wurde. Alle Bass-Themen im Überblick. Mehr Sport gibt's auf eurosport.de. Man United Star Fellaini wegen neuer Frisur verspottet.